Willkommen zurück bei Divinity. Yo, Divinity. Jetzt schauen wir doch mal, was wir jetzt noch machen. Letztes Mal habe ich mich darum geschlichen. Ja, stimmt. Wir müssen irgend so eine tolle Waffe finden, ne? Ja, wir müssen diese komischen, das Metall da für diese Waffen irgendwie haben. Ja. Aber hier kommen wir ja nicht wirklich weiter, haben wir festgestellt. Genau. Also gut, dann geht's halt woanders hin. So, wir haben unten, glaube ich, noch eine einen Durchgang, wo wir weiter können, ne? Also wir konnten hier oben rechts irgendwo ins neue Gebiet, ne? Genau. Und unten. Oder wir könnten noch mal bei dem Spiegel gucken, da kamen noch auch welche, wo wir das erste Mal infiziert wurden. Gab's da so einen Kampf, wo ganz viele Typen kamen. Okay. Bei dem Schädel. Ich werde dir mal folgen. Wie ich das immer so gerne mache. Einfach hinterherlaufen und Leute verkloppen. Das kann ich. Ja, ich dachte, ich wäre der Krieger-Depp. Aber okay. Ja, in Wahrheit kann meine Magierin auch nichts anderes. Sie tut immer nur so hochgebildet. Ach so. Da legst die nieder. Sag. Gar nicht gesehen, dass es Eis ist. Ich dachte, das wäre Sand. Ja. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, meine Schuhe wieder zu wechseln. Das kommt davon, dass wir den Feuermagier ja nicht so oft spielen. So. Ich bin safe. Traust du dich nicht mehr zu rennen, oder was? Doch, ich weiß doch, dass du eh hinter mir herrennst. Hier meinst du? Ja, genau, hier. So. Waren da unten nicht auch unverwundbare Dinger-Typen? Nee, das war was anderes. Nee, die waren nicht unverwundbar. Der hat doch seine Buddies da gerufen, die alle stärker waren als hier. Muss ich mal kurz meine Schuhe wieder wechseln? Zack. Ne? Das ist der Moment, wo ich mehr Loot bekomme als du. Ach, als ob. Genau, hier gab es ja dieses komische Experiment mit dem Huhn. Mit was? Ja, mit dem Huhn, ja, Huhn. Genau. Ja. Stimmt. Eine leere Truhe. Hier wohl schon gewesen ist. Ja, das frage ich mich auch. Sehr schön. Wir müssen jetzt mit dem Töffel hier reden. Ach, mit dem, ne? Mit Leuk van Kroik. Dann gucken wir doch mal, was der Töffel zu erzählen hat. Na, hallo Töffel. Hä? Ach, Wolgraf, stell dich doch nicht davor, dann kann man den nicht anklicken. Idiot. Wirklich gut gemacht. Ihr habt es weit gebracht. Ihr habt den Fluch der Göttin erfahren und sollt nun ihren Segen fühlen. Tötet dieses Huhn und lasst die rubinrote Essenz auf den Altar tropfen, damit ihr Segen euer Sichtum heilt. Aber das kann nicht sein. Was ist das für ein heidnisches Hexenwerk? Die Fäulnis hat euer Fleisch verlassen, obwohl ihr noch nicht an der Blutopferung teilgenommen habt. Na gut, dein gar Fleisch. Nicht. Dein Fleisch. Mich hin? Du bist eine Ausnahme. Du faulst auch so. Weiter. Ja. Macht einfach weiter mit der Opferung. Tötet das Huhn, sammelt sein Blut und überlasst es den Sternenstein. In der Zwischenzeit muss ich. Bin gleich zurück. Da rennt er weg. Ja, Huhn. Wo rennt es hin? Aber das Huhn wollten wir doch gar nicht töten. Nein, tun wir auch nicht. Kaka. Kann man mit dem Huhn noch mal reden jetzt? Oh, ups. Da, der Feind der Göttin ist noch immer in heiligen Kammern. Seht ihr, was dieser Schänder angerichtet hat? Ein Sternstein zerstört, der Segen der Göttin zerstört. Vergießt das Blut des Ungläubigen, möge der Verlorene die Göttin um Gnade bitten. Okay. Mal gucken, wer gleich um Gnade bittet. Und das kann ich auch.
Das kann ich auch. Hat er die, gleich, ja, ja. Hat er die gleichen Skills wie ich? Nein, nicht. Du bist eher zuerst dran gewesen. Ist ja unverschämt. So. Ich bin als letztes dran. Ja. Was? Noch 7 Aktionspunkte für Wasser wirken. Ja. Mal einen Button hier. Warum hab ich eigentlich keine Haube auf? Hä? Sag nicht, du hast wieder dein Zeugs nicht. Oh ja. Tatsache. Irgendwas ist hier nicht richtig gerade. Ja, hier ist irgendwas ganz falsch. Ah, ja, Sag ja schon. Weißt du, ich hab gesehen, wie du angegriffen hast, nicht wie hast du gejagt hast. Wenn ich das jetzt quick save und dann lade, sind wir dann direkt wieder hier? Vielleicht. Dann sind wir aber im Kampf und kommen da nicht raus. Na und? Ja, wenn wir den Kampf nicht schaffen, weil er zu schwer ist. Dann lade ich einen Quicksave davor. Achso, du hast mehrere Quicksaves. Okay, dann ist okay. Dann habe ich nichts gesagt. So, wie schaut's denn aus hier bei mir? Lass mal laden, oder? Achso, du hast doch gar nicht laden, stimmt. Ich hab gespeichert. Ich dachte gerade so. Ja, mein Rechner ist schnell, der macht beides gleichzeitig. Na, ich hab diesen Ladebildschirm einfach ausgeblendet. Mag Ladebildschirme. Ach, dann kannst du ja gerne meinen mithaben. Magst du keine Ladebildschirme, bist du lahm. Wo kommt das nochmal her? Ich habe keine Ahnung. South Park. Jetzt weiß ich auch, warum ich das nicht weiß. Jetzt würde ich mal sagen, du magst South Park nicht. Nein, ich möchte nicht sagen, ich mag keinen South Park nicht. Ich möchte nur sagen, ich gucke South Park nicht. Es ist weder ein Mögen noch ein Hassen. Hast du dein Zeugs? Ich lade noch. Also, bei mir hast du dein Zeug. Er strengt sich an zu laden. Nö, hab ich nicht. Sogar jetzt habe ich sogar noch weniger als vorher. Dann nehmen wir doch den ersten. Ja, dann schneide ich das einfach. Neu geladen und wieder frisch im Kampf. Ah, jetzt hat der feine Herr auch Waffen. Ja, jetzt kann ich auch endlich mal kämpfen. Bin trotzdem letzter. Ist da schon wieder? Hä? Nö, diesmal ist alles richtig. Ja, ich habe meine Haube auf, alles ist super. Ja? Ja, ja. Dann ist hier. Ist blockiert. Nee. Das ist eine Säule vor. Ich spring durch 5 Leute mit dem Kopf voran. Warum hält mich eine Säule auf? Säule ist halt massiv. Na, wie viele triffst du? Ich hätte gerade eben einen Punkt, da die alle einmal ganz kurz. Naja, egal. Zwack. So. Wenn man in einer ordentlichen Ausgangssituation. Wen können wir denn nochmal für uns gebrauchen? Ich hole mal den. Den Magier. Den Magier. Immer den Magier. Na, der hat aber auch meiste Resistenz wahrscheinlich, ne? Ja. Flup. Tschüss. Ach klar, ich hab mich selber eingefroren. Mir zugetraut. Ja, toll. Also würde ich auch, ganz klar. Au. Ja, genau. Stell dich mal schön bei mir bei. Tröd. Ich hätte gar kein Trödgeräusch. Was soll das? Nicht kuppeln, nicht hinwerfen. Naja, er macht. Was, hä? Der hat seinem Kollegen aufgeholt. Ach so, du stehst in einem drin. Ja. Ich bin bei dem stehen geblieben. Ah, der Feuerball würde einfach alles da treffen. Schade. Verbrennt. Hat mich noch Waffen? Nö. Der Buff kostet zu viel. Ich blute! Yes! Der redet ja auch die ganze Zeit vorne. Er will unser Blut. Ja,
Ja, kann er ja wollen. Zock. Die armen Schweine, ey. Aber ein Heiß-Kalt-Wechsel soll ja gut für das Immunsystem sein. Ja, ja, hab ich auch gehört. Und die Mauer wieder weg. Egal. Die kommen sich auch, glaube ich, nur verarscht vor. Ja, also Wolle. Zwei sind eingefroren. Zwei von den Deppen sind eingefroren. Ja, ich sehe es. Sehr gut. Unterkühlen. Ich hoffe nicht, dass ich zu dicht im Rauch stehe da hinten. Na, du Blöder. Schlürf einen Trank. So, so. Ja, können wir. Einen Kreis habe ich noch. Boah, bei drei Leuten vier geschlagen. Krass. Das war nicht so gut. Boah, und wie viel hat er sich geheilt? Hab ich nicht gesehen. Auf jeden Fall um 111 weniger, oder was es jetzt gerade war. Ja, 236. Ja, bei mir waren Texte genau übereinander. Hat da ein Eismännchen aufgespießt. Dieser Lümmel. Ups. Yes. Ja, triffst du alle? Sehr gut. Drei Leute down. Nice. Da passiert nicht mehr viel. Nee, da passiert nicht mehr viel. Was also, darf noch mal? Ja, da. Ups. Ah, oh, wieso kickst du denn? Ja, hat gereicht. Ah, oh, toll. Viel Spaß. Denn? Beim Looten, ich bin umgefallen. Ja, bin noch dabei. Mhm. Was gibt's denn Feines? Er lootet immer noch. Nee, ich bin noch nicht fertig. Oh. Loot ich halt da hinten. Nein, loot ich nicht. Wo denn? Haha. Sehr witzig. Lalalala. Warte einfach, bis du das gute Zeug wieder an mich zurückgibst. So, okay. Dann können wir mal schauen. Nee, tust du nicht. Doch, komm mal. Erstmal eine Heile-Heile-Runde. JN hat ein bisschen Besuch bekommen. Oh, der Arme. Was haben wir denn hier alles aufgenommen? Ich muss erst scrollen. Hä? Muss ich gar nicht den Schlüssel? Einhandwaffe. 54 bis 94 Klingenschaden, 8 bis 14 Wasserschaden. Nö. Kritischer Schaden mal 1,5. 5% Wahrscheinlichkeit unterkühlt zu verursachen, 15%ige Wahrscheinlichkeit verstummt zu verursachen. Erfordert Stärke. Nee, das meine besser. Eine Robe der Luftresistenz. Rüstungswert 20, Wasserresi 15, Erdluftresi 15. Erfordert Intelligenz 9. Nö. Nö, danke. Ist auch nichts für Jahan. Haben wir hier noch was? Ein Schild? 24% blocken. Bewegung minus 0,5, Immunität gegen Einfrieren. Ich habe jetzt 18 und einhändig und Schildexperte. Aber Immunität gegen Einfrieren ist ja schon irgendwie geil.
Ja, ja, gerade weil Jaren ja so selten mit Eis um sich wirft. Ja, wobei ich stehe selten in der Gegend, wo er mich einfriert, ne? Noch. Hm? Noch. Ich weiß nicht, ob einhändig und Schildexperte besser ist als immun gegen Einfrieren. Aber ich kann das ja immer nutzen, falls es dazu kommt. Ja, genau. Falls du mal eingefroren wirst. Ne? Genau, dann equippe ich das. Ja. Hä? dann laden wir neu und dann equippe ich das Schild. Das ist ein Plan. Mhm. So. Ich bin dafür, wir gehen in dieses komische Tor. Ja, ich auch. Kommen wir dann überhaupt weiter? Achso, das ist nur ein Portal. Portal, aber er muss ja irgendwo hin. Das sieht doch anders aus als die anderen. Ja, ich weiß, aber tut's nicht. Wir können jetzt einfach nur wieder weg. Wir haben auf jeden Fall irgendeinen Schlüssel bekommen. Echt, haben wir? Ja, haben wir. Sagt mir unser Logbuch. Der Schlüssel sagt, rundes Amulett, Questgegenstand. Wir erhielten den Schlüssel zum Keller der Kapelle von Leuk, dem Abt der Makellosen von Silbertal. Was könnte er dort aufbewahren? Waffen! Keller? Kapelle? Ja, ich weiß wo. Ach, Mann! Okay. Du weißt wo? Ich folge dir. So, wo war das denn? Silbertal, ne? Ja, ist zumindest von Silbertal, ne? Warte, nochmal Silbertal. Ich sehe was hin. Hullerwald. Können Sie sich gar nicht die anderen Maps hier angucken? Silbertal, da. Na, genau vom Portal umgefallen. Kann ich Wolgraf da durchschicken? Jo, es geht. So. Ja, so habe ich es auch gemacht. Nee. Hm? Ja. Wo ist denn das? Ah, Lokullerwald, Silbertal? Ja. Sehr schön. Madame? Ah, so, jetzt läuft sie. Ja. Ja, irgendwie hängen die wohl noch in dem Menü in der anderen Map oder so. Musst du erst Wolgraf bewegen, damit sie sich auch bewegt. Ja, gefunden. Ja, ich glaube, ich mache die Tür zu. Das war das, was ich. Das war genau, was ich wollte. Juhu! Bin hier. Hinterher, er lootet alles weg! Komm ich rein, er ist am Looten. Ich weiß gar nicht, was du hast. An deiner Stelle würdest du auch looten. Blutsteine. Notiz von Leuk. Notiz von Leuk. Diese Notiz ist in Leuks akkurater Kalligraphie verfasst. Sie beschreibt bildreich und mit vielen Adjektiven die Methode, mit der ein Sternenstein in einen Blutstein verwandelt wird. Zuerst wird das Blut des Geopferten auf den Sternenstein geträufelt, so entsteht ein Blutstein. Sobald der Blutstein einmal zum Heilen benutzt wurde, wechselt er in einen ursprünglichen Zustand zurück und wird wieder zu einem Sternenstein. Oh. Wollt mich jetzt nicht. Ich habe jetzt hier einen Blutstein. Ja, ich habe auch einen. Mhm. Das heißt, damit könnte ich mich also heilen, ja, von diesem. Obwohl eigentlich stürzt mich gar nicht, diese Folge. Du, wenn dich das nicht stört und du bist daran gewöhnt, hier rumzufaulen, dann. Ja. Ich hab da einen Magier dabei, der mich immer wieder heilen kann. Und ich hab eine Klingenwaffe gefunden, eine Hand. Mhm. 38 bis 75 Schaden. Wird mal 1,5. Meine beginnt bei 76. 15%ige Wahrscheinlichkeit, Blende zu verursachen. Vielen Dank, nein. Dann nicht. Ich lehne dankend ab. Gehen wir mal in die Hand rein, ne? Ah. Peaceful wood. The caterwauling of cultists is making me ill. Wo sind wir denn jetzt? Waren wir hier schon mal? Ach, hier waren wir schon mal. Echt? Jetzt auf dieser anderen. Also hier waren wir noch nicht, aber auf der gesamten Karte meine ich, waren wir schon mal. Wir waren ja in dem Bereich links von uns. Okay. Ist hier sicherlich irgendwo direkt auch was zu liegen. Was? Wo? Hä? Hä? Ach, ich bin gerade nur verwirrt von den Texten, die unsere Charaktere einblenden und auf einmal verspätet XP bekommen. Warte, lädt. Du sammelst die blöden Steinpilze ein. Nee, ich sammle die Kiste. Muss man gar nicht identifizieren. Unverschämtheit, dieser Mann. Unverschämt. Gut gelootet ist halb gewonnen. Mhm.
Ich habe ein Silberamulett des Kriegers. Stärke plus 1, tauschen plus 1. Na? Stärke plus 1 klingt immer sehr gut, ja. Ja, ja. Aber ich hab schon Amulett des Lufts. Was war das andere? Stärke plus 1 und? Tauschen. Ich habe Stärke und Luftresistenz. Aber tauschen ist natürlich auch geil. Aber ich habe ein Stärke-Amulett, ne? Also. Der Jayen hat sonst eine Intelligenz. Der braucht das nicht. Oh, da hinten ist ein Bogen oder sowas auf so einem Ast. Dann habe ich hier noch eine alte Lederbrigantine mit liegender Erdresistenz. So. Rüstwert 26, Bewegung 0,62, Initiative plus 1, was? Wasser, Erdresi plus 20, was? Gibt Resistenz plus 50. Was zur Hölle war nochmal eine Brigantine? Eine Rüstung. Ich habe meine Rüstung mit auch Stärke, meine Robe. Die ist nicht mit Stärke. Ja, ich brauche Stärke. Ist aber auch auf Gewandtheit. Und auf Stärke. Ich brauche Stärke. Ist Wolgraf nicht auf Gewandtheit? Wolgraf ist auf Gewandtheit, ja. Ja, vielleicht kann der die ja gebrauchen. Was waren die nochmal? Rüstwert 26, Bewegung 0,62 dazu, Initiative plus 1. Wasser und Erdresi plus 20 und Giftresi plus 15. Nee, der hat eine 37er mit Initiative und Intelligenz und Körperstärkung plus 1. Alles klar, aber Intelligenz braucht er ja gar nicht. Ja, hat er aber an. Hier ist ein Bogen, Zweihandwaffe. Ich weiß nicht, wie man an die rankommt. Was? Oh, wo bist du denn schon wieder hin? Ich stehe nur auf der anderen Seite hier. Bin gar nicht weit weg von dir. Könnte man an diese Waffe rankommen? Ach nein, du Depp. Warte, eine Idee. Teleportieren kann man sich nicht da drauf. Hey, du musst Telepathie hoch haben. Ach so. Kann ja nicht mal richtig anklicken von hier. Die Telepathie hatten deine. Oder Telekinese. Wo steht das denn? Unter Handwerk. 1. Ja, Jayen hat auch 1. Ja, sie könnte auf 2 skillen, sie hat einen Punkt über und ich habe glaube ich noch ein Amulett, was auch einen hochbringt, oder? Vielleicht einen Ring oder so? Telekinese Ring habe ich hier noch einen. Ich skill mal auf 2 und zieh den Ring an, dann habe ich insgesamt 3. Ja, versuch's damit mal. So, müsste ich nicht Telekinese 3 haben jetzt, du Nase? Ach so, der andere Ring brachte auch schon Telekinese. Ja, musst du den. Musst du zwei Finger. Ich muss den hier austauschen. So, jetzt habe ich Telekinese 3. Das. Aber irgendwie. Ach, Wolle, hör mal auf rumzurennen hier. Irgendwie komme ich nicht anders. Ich kann das auch gar nicht richtig anklicken. Das hat ja auch kein Handsymbol oder so. Ja, stimmt. Haha, runtergeschossen. Tada! So. Aber dann, ja, kannst du nicht von so einem kleinen Vorsprung runterholen. Nee. Ja, aber den ganzen Berg hoch, das geht. Wow, der ist, glaube ich, ziemlich cool. Ist ein Bogen, zwei Hand, 90 bis 156. Plus 27 bis 46 Wasserschaden. Gewandter plus 1, Wahrnehmung plus 1 und Bogen plus 1. Ja, nur, dass wir keinen Bogenschützen haben. Gebe ich Wolle, Gewandtheit, Typ. Ne? Warum soll Wolle nicht auch Bogen schießen? Was hat er denn, Waffen? Hat er denn da was auf Bogen? Ja, der Bogen macht er selber schon mal Bogen plus 1, ne? So, bisher hat er da nichts, nö, aber... Hat er nicht Einhand geskillt? Der hat Einhand geskillt, ja klar. Aber nicht Bogen. Wird er wahrscheinlich jetzt weniger Schaden machen. Ja, mal gucken mal. Ich habe mir ihm auch mal zugesteckt. Die Folge ist schon seit 5 Minuten vorbei, sehe ich gerade. Ja, aber looten. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Jo, bis dann. Tschüss.